Hallöchen, meine lieben Leute. Willkommen zurück bei Gothic 3 Enhanced Edition. Wir sind ja in der Umgebung von Treles, aber hier haben wir jetzt erstmal Nashörner, die ich gerne erledigen möchte. Die gar nicht so viel aushalten, wie ich jetzt gerade merke. Die aber, wie ich auch merke, scheinbar viel Schaden machen. Ich wollte jetzt auch wirklich gar nicht irgendwie den Nahkampf ausprobieren. Das Viech ist einfach schnell. Schneller als die Ripper. Das definitiv. Das Gewürm nervt mich immer ein bisschen hier. Obwohl es immer niedlich ist. Und meine Nasen erledigt und hat so eine Mohrrübe dabei. Okay, dann gehe ich nach oben. Komm dem Tempel besser nicht zu nahe, Mora. Melok sucht sein altes Schwert. Komm mir doch nicht mit dieser alten Geschichte, Mora. Kann sein, dass ich es hierher mitgenommen habe. Aber ich weiß es nicht mehr. Für so einen Unsinn habe ich keine Zeit. Zeig mir das. Das hat aber Zeit. Wie laufen die Ausgrabungen? Gar nicht gut. Ich soll hier Artefakte und andere alte Relikte sammeln. Aber ich weiß nicht, woher ich sie nehmen soll. Hier draußen ist nichts mehr zu holen. Und in den Tempel kriegen mich keine 20 Snapper mehr rein. Was stimmt nicht mit dem Tempel? Da wimmelt es nur so von Untoten, Mora. Mit diesen widerlichen Wesen lässt du dich besser nicht ein. Warst du schon mal im Tempel? Worauf du dich verlassen kannst. Meine Gruppe hier war schon mal doppelt so groß. Doch dann kamen plötzlich diese Skelette aus dem Boden und griffen uns an. Was du hier siehst, ist der schäbige Rest von meinen Leuten. Die anderen sind im Tempel verschollen. Gibt es noch Überlebende im Tempel? Ich weiß es nicht. Jemand müsste nachsehen. Aber ich mach das nicht. So viel ist schon mal klar. Schon klar. Torus erwartet, dass die Ausgrabungen hier wieder was abwerfen. So tut er das. Der Mistkerl ist ja nicht hier. Der muss sich nicht mit dem dämlichen Tempel herumärgern. Okay. Ich mache erstmal Pause. Ach hier. Das ist es doch. Oder nicht?
Hier, das ist es. Krusch Milok. Bin ich Stärke 250. Okay. Joa, dann schauen wir uns den Tempel doch mal an, ne? Skelette mag ich ja eigentlich ganz gerne. Die kann man ganz gut erledigen als Nahkämpfer. Wenn es nicht 5 auf einmal sind. Das ist kein Untoter. Okay. Torwache. Scheint da so ein bisschen hängen zu bleiben. Scheint aber auch ziemlich viel Ähnlichkeit mit so einem Skorpion zu haben. So, jetzt speichere ich hier erstmal wieder. Bevor ich hier weiter reingehe. Diesen Torwächter kann ich nicht plündern. Ich schieb hier leichte Paras gerade. Man hier irgendwie vielleicht noch durch. Leichte okay, war ich schon. Orientierungsprobleme habe ich gerade.
Das ist der einzige Weg. Nach links. Ich bin gerade einfach nur stupide zurückgelaufen. Das ist ein bisschen... Oh. Belia, beschütze dich, Mora. Ich hätte dich fast für einen der widerlichen Untoten gehalten. Ich dachte schon, ich müsste ihr ewig versauern. Tempek hat die Suche nach Überlebenden im Tempel aufgegeben. Das sieht ihm ähnlich. Er hat mehr Angst als Ehre. Ich weiß bis heute nicht, wie er Aufseher geworden ist. Er sollte besser Schafe hüten, der Feigling. Kannst du laufen? Das wirst du gleich sehen, ob ich kann. Komm mit! Nichts wie raus hier! Goldpokal, Schatulle. Aber kein Feuerpokal, ne? Leider, leider. Ja, so viele Untote waren das jetzt hier nicht, ne, die man erledigen musste. Das hielt sich doch arg in Grenzen. Ich danke dir für deine Hilfe, Mora. Allein hätte ich nicht den Mut gehabt, mich den Untoten zu stellen. Nimm diese Tränke von mir als Dank. Du musst weiter. Ich habe einen Überlebenden im Tempel gefunden. Karmak, den Schamanen. Belia sei Dank. Karmaks Tod wäre ein großer Verlust für das Volk der Orks gewesen. Danke für die gute Nachricht, Mora. Was soll ich Torus jetzt sagen? Sag ihm, ich mach mir hier den Buckel krumm. Der Mora wird seine Lieferung in Kürze kriegen. Na, da wird er sich ja freuen, wenn er das hört. Ach. Falscher Teleport. Die Ausgrabungen am östlichen Tempel laufen wieder. Das wird aber auch Zeit. Nicht mehr lange und ich bekomme hier Ärger von oben. Hier hast du deinen Sold, Mistkerl. Nett sind die alle. Richtig nett. Da muss man hart durchgehen. Mit der Zeit werden sie sich alle unterwerfen. Das sagst du. Ich habe dein altes Schwert gefunden. Wirklich? Zeig her! Tatsächlich, das ist es. Wo hast du es gefunden? Bei den Ausgrabungen am östlichen Tempel. Ich wusste es. Hat Tempek es doch eingesteckt, der Hund. Danke, Mora. Dafür bekommst du etwas von mir. Gold. Da muss man hart. Ich speichere mal eben kurz. Und frage ihn, ob er mir eventuell das Schmieden beibringt. Bringst du mir jetzt das Schmieden bei? Du hast mir geholfen, ich helfe dir. Soll mich das jetzt beeindrucken? Nichts Interessantes. Ich denke da genau. Bring. Ach, halt doch dein Maul. Ich sage, wir rotten sie aus. Die Moras haben keine. Nichts Interessantes. Ah, ich frage mich natürlich, ob es eventuell sinnvoll ist, sich eine Rüstung zu schmieden. Das ging ja gerade auch irgendwie. Kann man bestimmt verstärken. Aber ich weiß jetzt, was ich auf jeden Fall als erstes jetzt mache.
so nicht, das wird sich nicht weiter. Immer feste drauf, das ist meine Meinung dazu. Immer feste drauf. Belia. Ich vielleicht schon viel eher machen sollen mit der Lebensenergie. Immer feste Traum, gar nicht. Das ist meine Meinung. Ein Stück Fleisch, wenn ihr jeden Wert dafür bezahlt. Es bleibt dir nur eine Wahl. Soll ich das jetzt beeindrucken? Wo kann ich denn hier schlafen? Hier sind gefühlt gar keine Betten. Ich glaube, da oben auf den Mauern waren welche, ne? Die Morras haben keine Irre, das ist eben so. Soll mich das jetzt beeindrucken? Das wird doch ein anderes Problem. Dann bleibt dir nur eine Wahl. Hä? Konnte man denn hier nochmal übernachten? Keine Ahnung. Machen wir es halt einfach so. Mit der Zeit ich frage mich halt, ob man Lernpunkte dazu gewinnt, wenn man ein Level aufsteigt. Ich glaube nämlich tatsächlich nicht. Und das wäre natürlich ungünstig. Ja, liebe Leute, sei es wie es sei, ich mache hier Pause. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Dann geht's hier weiter mit Gothic 3 Enhanced Edition in Trailers und mit den Missionen hier. Macht's gut, bis dahin, ciao.